Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Wir sind auf dem Weg zum See des Zorns. Ja. Und wir haben hier im letzten Part noch diese Trainerin besiegt. Waren wir hier schon auf dem Wasser? Ich glaube noch nicht. Weil ich habe hier dann einfach mal den Part beendet, weil ich auch im letzten Part dann essen gehen musste. Und der Part war eh schon fast vorbei. Dann habe ich mir einfach so gedacht, beende ich da einfach mal die Aufnahme. Da können wir jetzt das Schneider einsetzen, um eine Aprikoko zu kriegen, aber ist ja nur eine Aprikoko, darum nicht so wichtig. Und dann ist hier der nächste Angler. Okay, ein Angler. Das bedeutet, ich werde Boden auf jeden Fall mal auswechseln, weil, ja, Wasser gegen Feuer ist sehr effektiv. Wasser gegen Feuer ist sehr effektiv und daher können wir mit Boden jetzt eher weniger was anfangen. Dafür ist Virus jetzt hier sehr, sehr gut. Mit den Elektroattacken machen wir die Wasser-Pokémon weg. SN ist es, hat irgendwie einen anderen zweiten Typ, der nicht so gut für Virus ist, zum Beispiel ein Morlord mit Wasser, Wasserboden, aber nein, es ist ein Carpador. Ein Carpador, okay, Carpador machen wir ganz schnell weg, weil Carpador kann nur Platscher und der hätte so aber auch eine super Chance gehabt. Der hätte jedes Pokémon eine Chance gehabt, außer Carpador. So hätten wir einen Carpador gehabt. So, selbst ein Level 1 Pokémon, vielleicht ein Level 1, was weiß ich, Pokémon hätten. Das wäre vielleicht auch noch gut gegangen. Es sei denn, das Carpador hätte schon Tackle gehabt, aber das kann es, glaube ich, auf diesem Level noch nicht. Dagegen ist jetzt Garados schon um einiges härter. Aber hat eine Vierfachschwäche gegen Elektro, darum sollte es auch schnell besiegt sein. Vorschlag war ein Volltreffer, hat deshalb doch nur ein bisschen was abgezogen. Aber wie gesagt, war nur ein Volltreffer. So, Funkensprung sollte reichen. Nee, tut's nicht. Wow. Respekt, Garados. Er macht's nochmal. Okay, das dürfte jetzt wenig abziehen. Es sei denn, es wäre nochmal ein Volltreffer gewesen. War's aber nicht. So. Und das ist jetzt hier weg. Genau. Genau. Ich hoffe mal, während der Aufnahme kommt jetzt hier keiner rein, weil eigentlich feiern meine Eltern gerade ihr Geburtstag. Also nicht ganz Geburtstag, also nachträglich seine Feier. Aber ja, ich bin nicht so der Fan von Feiern und so. Und darum dachte ich mir, gehe ich mal rein und mache mal eine Aufnahme. Genau. Meine Eltern wissen da schon, dass ich nicht so der Feiertyp bin. Und die wissen da schon, dass ich dann immer reingehe an meinen PC und ja, da halt entweder aufnehme oder Let's Play schauen oder was weiß ich, um den Server kümmern. Noch ein Carpador zum Schluss. Okay. Jetzt hier nochmal Funkensprung. Ja, also ich möchte jetzt nicht, dass es so rüberkommt, als wäre ich überhaupt nicht bei der Feier anwesend. Also ich war bis eben schon da. Also es ist jetzt hier 20 Uhr. So, schon Viertel Neuner. Oh, wie schnell die Zeit vergeht. Also bis eben war ich noch da, aber bis in die Nacht. Nee, auf keinen Fall, weil nee, feiern ist nicht so meins. Wie schon gesagt. Dann geht es da noch lang, aber da unten war doch noch ein Weg. Ist das da unten eine Sackgasse? Dann schaue ich da mal lieber nach. Bevor ich hier irgendwie jetzt woanders lang gehe, was keine Sackgasse ist. Schau mir hier mal rein. Da geht es auch noch weiter. Okay, dann gehe ich erstmal hier lang. Da unten geht es ja auch noch weiter. Oh, so kompliziert. Das ist hier, glaube ich, ein Pokémon-Maniac. Da werde ich jetzt wieder Boden nach vorne tun. Ja, Virus ist auch ein bisschen angeschlagen. Darum ist mal Boden lieber mal vorne zu haben. Bisschen besser. Pokémon-Maniac, die kann ja auch verschiedene Pokémon einsetzen. Also meist seltene Pokémon, glaube ich. Na gut. Eigentlich eher nicht, weil bisher die Pokémon-Maniacs, die wir angetroffen haben, hatten eigentlich, glaube ich, alle nur Nidorans oder Nidoqueen, Nidoking. So ist es in diesem Fall jetzt auch, ein Nidorina. Und blödes Giftdorn. Ja, Born ist jetzt leider vergiftet, aber Flammenrad hat trotzdem schon ordentlich was abgezogen. Dann werde ich in der nächsten Runde auf jeden Fall wechseln. Weil ein vergiftetes Born ist ja nicht so gut. Ich könnte natürlich jetzt hier einen Giftheiler ganz schnell zücken, aber nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. So. Kommt noch ein Pokémon? Ja, noch ein Nidorino. Dann wechsle ich jetzt mal zu Joker. Eine Psychoattacke sollte besiegt sein. Joker greift ja auch eigentlich speziell an, also kann der Giftdorn nichts ausmachen. Oh, das Nidorino kann Hornattacke, aber das sollte eigentlich auch nicht so viel abziehen.
Bin ich mir jetzt zwar nicht sicher, aber ich denke mal nicht. Hat knapp überlebt. Knapp. So, Furienschlag. Jeweils 3 KP weg. Zweimal getroffen, also 6 KP weg. Okay, dann die Flinkklaue wirkt nochmal. Dann einmal ein Zielstrahl und Joker erreicht Level 27. Wunderbar. Herr Bone ist ja auch kurz vorm Level ab. Aber wir mussten ihn ja auswechseln wegen der Vergiftung. Genau. So, dann mal schauen, was hier auf dieser Seite ist. Ah, Telefonnummern austauschen. Ja, hier mal bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. So, ja, es geht hier jetzt um Bill, aber nee. Jetzt sind nicht für uns. So, dann wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Hier mal ein Giftteiler, Giftteiler, Giftteiler. Wir haben auf jeden Fall noch einen. Das weiß ich. Da ging Gift. So heißt das Ding, stimmt. Na, am besten nochmal 2 Supertränke. Einmal für Bone und einmal für Virus. So, Nummer 1 und Nummer 2. Da. Und jetzt kann unsere Reise weitergehen. Mal sehen, was auf dieser Seite ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sich der Weg dann da zusammentut. Aber ich schaue nochmal kurz im Beutel rein, weil ich möchte nochmal einen Topschutz aktivieren, weil jetzt hier ein bisschen höheres Gras ist. Dann geht es nämlich auch lang. Moment. Ein Top-Äther und ich bin jetzt verwirrt. Warum ist da so ein Teil? Was hat das zu bedeuten? Ich kann da nicht langlaufen, doch kann ich. Team Rocket ist hier. Stehen geblieben. Wenn du hier durch willst, musst du einen Wegzahl von 1000 Poké-Dollar zahlen. Du bist ein guter Kunde. Team Rocket. Aber ich will hier nicht durch. Aber interessant. Ich habe da nämlich nicht reingeschaut vorher. Und ja, ist wirklich dann interessant, was da jetzt ist. Und der Weg, der schließt sich jetzt hier. Sehr, sehr schön. Weiß nicht, ob hier wieder Gift-Pokémon eingesetzt wird. Nee, jetzt ein Lamus, aber trotzdem nicht gut für Bone. Und Typ Wasser normal gepasst, glaube. Naja, dann wechsle ich hier nochmal aus. Ruhig mal zu Flytrap. Genau, zu Flytrap. Weil das Lamus wird jetzt auf jeden Fall eine Wasserattacke einsetzen. Und ja, Wasser gegen Flytrap ist nicht sehr effektiv. Nee, es setzt Heuler ein. Das ist eher nicht so gut, weil wir physisch angreifen. Flytrap braucht immer noch eine physische, nicht physische, sondern eine neue Pflanzenattacke. Weil, nee, habe ich ja schon im letzten und vorletzten Part drüber geredet. Und die Frage ist, wann ist eine Pflanzenattacke erlernt? Ich schaue nämlich gerade mal bei PokeWiki mal vorbei, um wirklich mal sicher zu gehen, wie lange wir jetzt hier noch warten müssen. Normalerweise mache ich das nicht, aber ja. Das dauert jetzt wirklich schon Ewigkeiten. Oh nee, jetzt hat er. Oh toll, Rankenhieb wurde blockiert. Dann würde ich mal sagen, wir setzen Säure ein. Das ist jetzt auch speziell, glaube ich. Und das sollte auch was abziehen, genau. Rasierblatt auf Level 39 Erz. Das dauert noch eine ganze Weile. Ach du heilige Scheiße. Erst auf 39, ist das euer Ernst? Okay, Level 28 schon mal erreicht. Das ist auch nicht so verkehrt. 39. Na gut, dann dieser Trainer ist auch besiegt. Da schließt sich übrigens jetzt der Weg. Wunderbar. Und hier, hallo Pokémoniac. Ich hoffe mal, du hast jetzt mal hier ein Pokémon für Bone, weil Bone wird in den letzten Parts irgendwie benachteiligt. Keine richtigen Pokémon für ihn. Mal Pflanzen-Pokémon, Käfer-Pokémon wäre nicht schlecht. Nidoking, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich greife trotzdem mit Flammenrad mal an. Und ich hoffe mal, Bone schafft das. Ja, fast die Hälfte. Aber dafür die Verbrennung, das ist sehr, sehr gut. Energiefokus. Energiefokus. Schadet natürlich jetzt auch. Nidoking, also ne, die Verbrennung halt. Aber gute Nachrichten beim Attacken-Erlerner. Sobald Flytrap zu einem Satzenia geworden ist, kann man mit den Attacken-Erlerner Rasierblatt so beibringen lassen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Aber wir haben momentan noch keinen Blattstein, darum können wir das nicht machen. So, war ich da jetzt fertig? Da geht es auch noch lang. So viele Wege.
Ne, hier scheint eine Sackgasse oder zu... Ne, das ist der See des Zorns. Na, klasse. Auf wieder zurück. Zur anderen Seite und da mal lang. Vielleicht ist hier ein Item oder so. Auch See des Zorns. Ah, zwei Wege. Haus des Profi-Anglers. Na gut, gehen wir erstmal hier rein. Ein Profi-Angler. Einst ließ ein erbostes Garados hier seiner Wut freien Lauf und hinterließ dabei einen Krater. Als sich der Krater nun für immer mit Regenwasser füllte, entstand daraus der See des Zorns. Diese Geschichte erzählte man schon dem Urgroßvater meines Urgroßvaters. Wenn man auf der Suche nach Kapador war, konnte man ihr früher richtige Prachtexemplare an die Leine bekommen. Wo sind sie bloß alle hin? Ich habe keine Ahnung, aber lasset uns das herausfinden. Ist da wirklich mitten im See ein rotes Garados aufgetaucht oder spielen mir meine Augen einen Streich? Ich dachte eigentlich, Garados seien normalerweise blau. Sind sie auch normalerweise? Da ist irgendein älterer Typ. Da ist wirklich ein rotes Garados. Nein, ich möchte jetzt hier nichts auf ihn einsetzen. Das Garados ist wütend. Das ist ein böses Omen. Aber ich schaue mir erstmal hier den See hier mal so ein bisschen an. Ob hier irgendwas Interessantes ist. Zum Beispiel hier ist jemand. Angeblich entstand dieser See einst, nachdem ein erbostes Garados hier seinen Unmut Luft gemacht hatte. Ich frage mich, ob der ganze Rummel vielleicht etwas mit dieser Geschichte zu tun hat. Da konnte man damals auch mal reingehen, aber es ist jetzt alles überflutet. Alles überflutet. Dann werden wir gleich zum Garados gehen, aber ich möchte nochmal die andere Seite erkunden. Die andere Seite der Macht, oder halt auch nicht. Moment. Ach toll, da muss ich jetzt wieder zurück. Nee, das machen wir später. Das machen wir später. Ich setze hier erstmal Surfer ein. Und werde erstmal das Ufer da mal erkunden, so ein bisschen. Zum Beispiel da geht es noch lang. Das ist jetzt so ein kleiner Irrgarten, habe ich das Gefühl. Und ein Carpador. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich glaube mal, ich werde hier jetzt auch nochmal einen Topschutz einsetzen, weil, ja. Wir kommen jetzt nur Carpador vor. Obwohl, zum Ufer schaffe ich es auf jeden Fall noch, genau. So, dann hier mal raus und wo bin ich jetzt? Ah, hier bin ich jetzt. Da war ich ja eben so schon. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Wäre sehr, sehr schön, aber nein, ich möchte hier keine Kopfnuss einsetzen. Hier. Moment, hier ist ein Item. Dort, wo ich jetzt draufstehe. Nicht da, also so. Eine Top-Genesung, wunderbar. Habe ich jetzt auch noch vergessen, dann da uns hier einzusetzen, aber es ist ja nicht so schlimm. So, da ist ein nächstes Item dort oben links. Wunderbar. Da werde ich wahrscheinlich später gar nicht mehr hinkommen. Und ich wollte ja einen Topschutz einsetzen, aber ich dachte mir, ja, die paar Meter, die schwimme ich jetzt, da wird schon kein wildes Pokémon auftauchen. Nach dem zweiten Meter gleich ein Carpador. Na, klasse. Na, klasse. So. Hier mal schauen. Eine rote Flöte. Interessant, was ist Kampf-Item? Eine rote Flöte. Nicht Kampf-Item, Moment. Eine rote gläserne Flöte, die ein Pokémon von Anziehung hält. Gibt's das auch? Cool. Die hätten wir aber schon längst gebrauchen können. In der einen Arena mit den Normal-Pokémon. Na gut. So, dann werde ich jetzt aber... Na, falsch. Jetzt werde ich aber einen Topschutz einsetzen. Und zwar hier mal bitte. Dankeschön. Um das hier jetzt mal zu erkunden. Nein, Schwerstschweif will ich jetzt nicht einsetzen. Da geht es nicht lang. Ist wirklich so ein kleiner Irrgarten. Wir waren ja auch in so einem Berg letztens drin. Genau, das war ja... Hieß ja auch, das soll ein Irrgarten sein, aber empfand ich eher nicht so. Das ist ja schon eher ein Irrgarten. Und hier geht es auch irgendwo raus. Genau. Aber Moment, wo geht es hier raus? Das ist auf jeden Fall hier eine Sackgasse. Das finde ich nicht so schön. Nicht überhaupt nicht prickend. So, dann hier. Und hier lang. Wir hätten zwar schon längst zum roten Garados hinkommen können, aber ich will dieses Item dort noch haben. Und zwar dieses hier. Die TM43 Geheimpower. Ja, Geheimpower ist eigentlich auch ganz cool, aber... Ja, habe ich nie benutzt. Der Typ, der Attacke hängt, glaube ich, von den DVs ab. Irgendwie so war das.
Irgendwie so war das. Ich weiß es aber jetzt nicht ganz hundertprozentig genau. Wie gesagt, irgendwie so. Da ist auch nochmal ein Haus, dann gehen wir nochmal dahin. Und dann geht es zurück zum roten Garados. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Während ich hier meditiert habe, ist eine neue Kraft in mir erwacht. Ich möchte sie gerne mit deinem Pokémon teilen. Hier, nimm das, mein Kind. Oh, die TM10 erhalten. Was ist das für eine Attacke? Weißt du, was das ist? Nein, die Attacke nennt sich Kraftreserve. Nee, Moment, das war doch... Nee, ich habe jetzt eine Geheimpower mit Kraftreserve vertauscht. Stimmt. Sie bringt die wahre Kraft eines Pokémon zum Vorschein. Aber vergiss nicht, Typ und Stärke der Attacke hängen vom jeweiligen Pokémon ab, dem du sie beibringst. Genau, das hängt von den DVs oder EVs irgendwie so. War das so? Irgendwie so. Und was war nochmal Geheimpower? Nee, Moment, da sind die TMs. Geheimpower, 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 Geheimpower. Da, im Moment da. Die Wirkung dieser Attacke ist abhängig von der Umgebung des Anwenders. Okay. Ist ganz okay, aber... Ja. Hey. Nee. Na gut, jetzt geht es aber zum roten Garados. Das rote Garados. Jetzt muss ich aber erstmal hier einen Weg rausfinden. Das ist jetzt auch nicht gerade so einfach. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Und der Topschutz wird auch nicht mehr lange halten. Ich will doch hier noch nur raus. Ich will doch hier nur raus. Hier geht es raus. Sehr, sehr schön. Und da ist das rote Garados. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gegen das rote Garados kämpfen. Wenn ja, dann nehme ich hier schon mal Quappe nach vorne, weil dann kann ich es einschläfern und Wasserattacken sind dann nicht so sehr effektiv. Einfach mal schauen. Und wir kämpfen gegen das rote Garados. Sieht aber sehr, sehr cool aus. Und ja, dieses Schimmern bedeutet, es ist ein Shiny-Pokémon. Und Leute, ich muss euch was sagen. Das ist jetzt mein erstes Shiny-Pokémon in meinem ganzen Pokémon-Leben. Aber ich zähle es jetzt mal nicht als Shiny. Obwohl es ja Shiny ist, aber ja, man kriegt es halt im normalen Spielverlauf. So, wie gesagt, erstmal Hypnose einsetzen. Die Attacke geht daneben, ist nicht so schlimm. Biss wird eingesetzt. Das könnte ein bisschen was abziehen. Das zieht ein bisschen was ab. Es regnet weiter. Auf Level 30 ist das Garados. Okay. Die Hypnose jetzt trifft. Das trifft jetzt so rum. Und dann mal weiterschauen. Schläft tief und fest. Das soll ja auch so sein. Damit habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass wir hier jetzt ein Pokémon fangen können und so. Aber ja, warum nicht? Ich habe aber nicht so viele Bälle, fällt mir gerade so auf. Da müssen wir jetzt das Garados schön schwächen. Ja, Surfer zieht nicht so viel ab. Schläft immer noch tief und fest. Was haben wir noch für eine Attacke? Ich glaube mal, was haben wir noch? Irgendwie ist eine normale Attacke. Genau, Body Slam haben wir noch. Das sieht aber auch nicht so viel ab. Ich denke mal, ich werde wechseln. Natürlich will ich auch nicht zu viel hier jetzt abziehen, aber... Ja, wenn es nicht weiter geht, dann geht es nicht weiter. So, zu wem kann ich denn jetzt wechseln? Zu Flytrap. Genau, zu Flytrap. Zu Joker. Joker kann nämlich ja auch eine Hypnose, aber zu Joker will ich nicht wechseln wegen Biss. So, es ist aufgewacht. Drachenwut. Nein! Zieht immer 40 KP ab. Ich muss jetzt darauf hoffen, dass Flytrap schneller ist und Schlafbutter einsetzt. Mist. Aber ist nur jetzt eine Windhose. Das kann Flytrap überleben. Das überlebt es. Wunderbar. Schlafbutter. Und jetzt setze ich einfach mal Rankenhieb ein. Genau. Rankenhieb sollte normal effektiv sein, wegen dem Flugtyp halt noch. Und ja, mal schauen. Wie viel zieht das ab? Auch nicht so viel. Ist zwar, wie gesagt, normal effektiv, aber ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Dann werde ich mal Folgendes machen. Ich werde jetzt hier erstmal Blitz spammen, sodass Garados mich eventuell nicht mehr trifft. Weil diese Drachenwut, die ist schon halt OP. Auf unserem Level halt. Und dann mal lieber Blitz. Ah, Mist. Moment. Wir hätten vielleicht auch heilen sollen. Na, klasse. So, welches Pokémon hat mehr als 80 KP? Joker. Ah, das war's dann auch schon.
Das war's dann aber auch schon. Ich setze Tribe ein. Aus dem folgenden Grund, ich kann mit Tribe eigentlich auch noch schön KP abziehen mit, ja, meinetwegen Fliegen. Ja, setzen wir einfach mal Fliegen ein. Silberblick, Verteidigung sinkt. Kann es ruhig machen. Natürlich hoffen, muss ich halt auch hoffen, dass wir das Garados nicht besiegen. Das wäre sehr, sehr fatal. Mal schauen, mal schauen. Drachenwut geht ein Glück daneben. Eine Drachenwut kann ja Tribe überleben, genau. So, ich denke mal noch einmal fliegen und dann werfe ich die Bälle. Ja, mache ich nochmal Silberblick, ist kein Problem. Ist kein Problem. So. Setzt er jetzt hier nochmal Drachenwut ein? Ja, nicht schlecht. Ne, nochmal Silberblick, aber Tribe wehrt die Attacke ab. So, wow, wow, das war trotzdem sehr, sehr knapp, aber dafür im schönen roten Bereich. Und jetzt einen Ball werfen. Wir haben 3 Hyperbälle, 9 Pokebälle, 9 Superbälle. Und ja, werde ich einfach mal einen Superball werfen. Vielleicht reicht das schon, vielleicht auch nicht. Wir könnten noch zu Quapple wechseln, um Garados einzuschläfern. Aber so wie es aussieht, wollte ich sagen, brauchen wir das nicht. Aber, na doch, doch. Windhose. Wie viel zieht ein Windhose bei Tribe ab? Och. So wenig? 7 KP? Ja, meinetwegen, meinetwegen. Dann werde ich jetzt hier mal einen Hyperball werfen. Dann werde ich mal einen Hyperball werfen. Oh, noch weniger, noch weniger. Wisst ihr was? Dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal zu Quapple wechseln und Hypnose einsetzen. Weil dann ist die Chance, dass Garados im Ball drinnen bleibt, noch höher. Wird der Port halt ein bisschen länger, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Konnte ich ja nicht riechen. Dass wir hier einen Fight gegen Garados machen und das eventuell fangen. So, Windhose. Ich werde erstmal einen Supertrank für eine Quapple einsetzen. Weil wenn jetzt Drachenwut kommt, dann ist Quapple besiegt. Und wir brauchen seine Hypnose. So, hier Supertrank. Und hier mal bitte. Ah, rotes Garados ist schon cool. Ich habe noch nie so... Oder überhaupt noch gar nicht ein rotes Garados bisher gesehen. Das ist wirklich das erste Mal. Na gut, auf Screenshots schon mal, aber so richtig im Spiel noch nie. So, Hypnose, bitte trifft, bitte trifft. Ja, wunderbar, wunderbar. Weil ich musste jetzt auf Risiko gehen, weil das Garados trotzdem nochmal Drachenwut eingesetzt hat. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt und ich werde jetzt nochmal einen Hyperball werfen. Ruhig, während es schläft mit den besten Bällen. Hier ruhig werfen, hier angreifen, wie auch immer. So, mal schauen, mal schauen, mal schauen, ob es drinnen bleibt. Sollte eigentlich, also Hyperball, roter Bereich und es ist drinnen. Garados wurde gefangen. Mein erstes Shiny-Pokémon. Auch wenn es nicht so richtig, ja. Naja, mit nicht richtig Shiny meine ich halt. Man kriegt es halt im normalen Spielverlauf. Und so richtig ein Shiny angetroffen habe, per Zufall, das habe ich bisher noch nicht. Man sagt, dass Garados in den alten Kriegen aufgetaucht sei und nichts als Ruinen hinterlassen hat. Wasserflug und kein Spitznamen und kommt auf die Box. Er hält rote Haut. Interessant. Ich schaue erstmal, was rote Haut ist. Kenne ich gar nicht, kenne ich gar nicht. Moment. Eine Schuppe des roten Garados, das im See des Horns erschienen ist. Sie glänzt rot wie Feuer. Brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwann. Aber das werden wir erst im nächsten Part herausfinden. Bis dahin, viel Spaß euch noch, schalt wieder ein und bye bye.